Ach, mein Sohn, das freut mich, dass du so Spaß an deinem Beruf hast. 1, 2, 3. Wollte mich jetzt eigentlich komplett verarschen. Digga, was ist das für ein Profilbild? Genau so, nicht anders sieht meine Mutter aus. Alles klar, Mann. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen Start in... Hey, guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Guten Morgen. Weißt du, wer auch einen richtig guten Morgen hatte? Er hier. Digga, der schläft einfach. So, Leute, es ist jetzt 0.42 Uhr und ich gehe jetzt live auf TikTok. Dabei schlafe ich. Wenn du sehen willst, ob ich vielleicht schnarche, pupse oder sonst irgendwas vielleicht im Schlaf ein bisschen quatsche, komm jetzt in meinen Stream. Alles klar, wir schauen rein, was du im Schlaf machst. Ach so, okay. Ey, guck mal, versteh mich nicht falsch, aber ich könnte sowas nie machen. Ich könnte niemals meine Kamera hier aufhängen, da pennen gehen und dann die ganze Nacht durchschlafen. Was ist, wenn ich so aus Versehen an Jopper kratze und dann so riech in der Nacht? Und auf einmal sehen das so 1000 Leute. 1000 Leute. 1000 Leute gucken sich diesen Stream an. 1000 Leute, Digga. 1000 Leute sitzen gerade so vor Handy. Boah, Mann. Digga, der pennt. Leute, ich habe einen richtigen Schnapper gemacht. Ich wollte unbedingt ein Fahrrad, wollte aber nicht 200 Euro ausgeben. Und dieses schöne Fahrrad habe ich einfach für 10 Euro. Ey, Leute, ich habe auch einen richtigen Schnapper gemacht. Ich wollte mir kein Fahrrad kaufen. Ich bin einfach zur Uni gefahren, habe da jetzt geklaut. Richtiger Schnapper gemacht, einfach für 0 Euro. Aufgrund, dass ich vielen auf den Sack gehe und auf keine Chefs hören möchte und nur das arbeiten möchte, was ich möchte, kriege ich keine Arbeit. Geil, Alter, geil, wirklich, Mann. Ich frage mich eigentlich, was wieder mit meiner For You-Page los ist. Ey, wie wär's mit Arbeiten gehen? Bro, was ist denn das? Ja, ich habe echt keinen Bock auf meinen Chef zu hören. Ich mache nur das, was ich will. Ja, und deswegen kriege ich keinen Job. Digga, das ist einfach nur respektlos. Vor der einen Fahrt stehen, dass man nicht rauskommt. Leben wir. Ey, schade. Schade, dass ich nicht dieser Postbote gewesen wäre. Alter, ich hätte dir komplett einmal die Fresse gestreichelt. Digga, das Ding ist, hinter ihr ist mehr als genug Platz. Also wäre sie ein bisschen nach hinten gefahren beim... Digga, das Ding ist, dass du da einfach rechts vorbeifahren kannst. Der will mich doch wohl komplett verarschen. Er steht da halbe Stunde. Er steht da halbe Stunde. Nein, Mann. Er kann doch hier einfach rechts vorbeifahren. Ist der dumm. Ach so, und dass das da oben steht, dass Deutsche Post es ihren Mitarbeitern sagt. Ich glaube nicht. Die drücken ihr Paket in die Hand und sagen, liefer aus. Und vor allem die ganzen Mitarbeiter können eh kein Deutsch. Ist das Beweisvideo für alle ein amputierter Riss, denn die Kästchen links wäre das. Ich habe nicht mal irgendwas verstanden, was du gesagt hast. Busauto gewesen. Ich stehe jetzt da, wo das Busauto war. Also ich wäre voll da reingefahren. Ich wäre niemals da vorbeigekommen. Das sind niemals 3 Meter. Also wenn man keine Ahnung hat, bitte Fresse halten, weil. Ja, Mann, Alter, du wärst voll da reingefahren. Ja, da warte ich auch lieber 20 Minuten, bis die wegfährt, anstatt kurz mal diese Boxe, diese paar Holzplatten ein bisschen zur Seite zu schieben. Nein, Mann, Alter. Ich stehe da auch 20 Minuten. Ich werde da nie im Leben vorbeigefahren. Digga, man trifft jeden Tag auf Menschen, deren IQ dauernd im Urlaub ist. Lassen wir es, oder? Oh Mann, scheiße, Mann. Ich komme nicht mehr in mein Bett. Wie kann ich denn jetzt schlafen? Stuhl steht davor. Mann, ey. Muss ich wohl woanders schlafen? Vor allem, der beschwert sich über so einen Job, Digga. Der hat da wahrscheinlich noch niemals da gearbeitet. Das ist ein richtiger Job. Wirklich, no joke. Diesen Job, den willst du nicht machen. Vertrau mir, den willst du einfach nicht machen. Weißt du, und dann immer dieses auf Social Media posten. Wem willst du da irgendwas zeigen, Digga? Dann red doch mit der einfach. Was willst du das auf TikTok oder Instagram hochladen? Ich war dann wieder auf dem TikTok-Account von Jules Boring Lives Schwester, Lena. Cooles Video, aber ich gucke in die Kommentare. Hab in einer Stunde Geburtstag. Ja, und jetzt? 10 Euro nur solange der Vorrat reicht. Sehr geringer Restbestand und nur solange der Vorrat reicht. Digga, das kann nicht wahr sein. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht. Meine TikTok For You-Page ist komplett voll. Und voller Werbung mit diesen Kack-Kopfhörern, ja? Ich hab sie mir jetzt bestellt. Ich hab sie mir bestellt. So wie ich solche Online-Shops kenne, die nicht mal ein Impressum haben, kommt das Ding wahrscheinlich erst in 6 Wochen. Aber ich hab's bestellt und wenn die da sind, machen wir Unboxing. Aber nicht wie Eduard Schäfer. Hallo Leute, heute probieren wir die längste Pralinie der Welt. Ich habe schon ein paar probiert. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch...